Moin moin miteinander, ja und herzlich willkommen zurück zu Zack McCracken Between Time and Space. So, bei mir sind es schon wieder ein paar Tage her, seit dem letzten Spiel. Ich muss mal gucken. Haben wir hier in diesem Raum schon alles gemacht? Ich glaube ja, deshalb stehe ich so komisch vor dieser Tür. Weil ich glaube, das letzte Mal wollten wir da durchgehen, oder? Ne? Da wo immer der King längs ging. Und wir sind ja jetzt der King. Okay. Gut, dann lasst uns mal durchgehen. So. Okay, keiner da. Ruhe auf dem Raumschiff oder im UFO. Verblendung. Tür. Seltsame Mechanik. Gehen wir erstmal zur Verblendung. Eine metallene Verblendung. Dahinter befindet sich irgendetwas Grünes. Okay, irgendwas Grünes. Klack. Die Metallverblendung. Gerade noch oben an der Wand, jetzt schon auf unserer Showbühne. Ja, mitnehmen können wir sie nicht, ne? Nein. Kleiner Scherzbot. Grüner Schlabbersack. Was ist das denn? Ein grüner Schlabbersack. Das sieht fast aus wie ein Ei. Haben diese genmanipulierten Monsterpflanzen etwa schon das Raumschiff infiltriert? Wobei, das könnte tatsächlich wahr sein, ne? Oh. Wer weiß? Wer weiß? Nimm? Benutze? Diese Idee sollte ich ganz schnell verwerfen. Nimm? Das Ei hängt leider einen halben Meter zu hoch. Einen halben Meter? Kriegen wir doch bestimmt hier hin, ne? Ast oder hohles Bambusrohr. Eisenstange, komm. Eisenstange. Es ist aufgeplatzt. Eine dicke, fette Eiterbeule. Und was haben wir hier? Es ist geplatzt. Und ein klebriger, grüner Schleim verteilt sich. Nimm Schleim? Er nimmt es. Dieser Schleim ist ja widerlich. Und er klebt wie verrückt. Okay. Kann man das benutzen mit irgendwas? Da gibt es nichts zu sehen. Das sieht ziemlich uninteressant. Tja, was soll man? Da gibt es nichts. Da gibt es nichts. Da gibt es. Da gibt es. Da gibt. Das sieht. Das sieht. Das sieht. Das sieht. Da gibt es. Oh. Knöcher in der Hand mit Schleim. Okay. Eine schmierige Skeletthand. Na, super. Was auch immer, okay. Gut. Was haben wir noch? Tür. Tür. Komisch. Diese Tür öffnet sich nicht. Mhm. Mechanik? Das sieht aus wie eine futuristische Alien-Mechanik. Ich wette, damit öffnet man die Tür. Hier ist ein Loch. Wahrscheinlich muss man etwas reinstecken. Okay. Schade, das funktioniert. Vielleicht Schraubenzieher? Oh mein Gott, ich bekomme es sicher erst nach 4 Jahren ununterbrochener Liegestütze auf. Okay. Kabel? Ich bekomme es nicht. Eisenstange? Das sieht ziemlich uninter. Spitze des Titan. Cuttermessers. Ja, was? Naja, okay. So, hier können wir nicht weitergehen. Bleibt noch diese Tür. Okay. Quietsch. Ach du meine Güte. Jetzt bin ich in der Höhle des Löwen gelandet. Im der Schlafzimmer des Caponia Kings. Glücklicherweise schläft er. Ich sollte leise sein. Er scheint nicht gerade tief zu schlafen.
Okay, also leise sein. Zum Glück haben wir hier überall Teppich, wie es aussieht. Yeah, Rock'n'Roll! Ich denke, du sollst leise sein. Wie er auf dieser Gitarre spielt. Aber diesen Gefallen wird er mir vermutlich nicht tun. Lampe. Eine Lavalampe. Eine ähnliche steht auch in meiner Wohnung. Ich kann doch nicht jeden Plunder mitnehmen. Kannst du nicht? Aber er redet so laut. Also eigentlich müsste er in diesem Raum ganz leise reden. Kamerasystem. Über dieses Videosystem kommuniziert der King wohl mit seiner Mannschaft. Okay. Benutze? Ich sollte mich nicht überschätzen. Das Teil benutze ich nur im Notfall. Na gut. Schnur. Was ist das? Eine kleine Schnur mit einer Öse dran? Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Einmal dran ziehen einfach und dann vielleicht fällt dann irgendwas runter. Und der King schläft fester. Lieber nicht. Nachher ruft man damit die Nachtwache oder löst einen Alarm aus. Ja, genau. Ein schönes Schränkchen. Geh zu Mobile. Okay. Oh, das sieht aus wie ein kleines Mobile. Als kleiner Junge hatte ich sowas über meinem Bett hängen. Nimm doch mal. Überm Bett hängen? Hey, genau. Ich könnte das Mobile daran befestigen. Eigentlich unglaublich, dass der Führer einer außerirdischen, überlegenen Rasse ein Mobile über dem Bett hängen hat. Ja, ist noch hübsche Sternchen, Zack. Komm, du beneidest ihn doch jetzt nur. Gute Idee. Vielleicht kann ihn das Mobile beruhigen. Er hat sich zwar etwas beruhigt, aber er atmet noch schwer. Okay. Er atmet noch schwer. Irgendwoher kenne ich diesen Typen. Ja, der schläft doch hinter dir. Ich könnte versuchen, es abzuhängen. Moment. Oh. Ein Tresor. Ein Tresor. Oh, oh. Shit. Schnarch. Wenn er aufwacht, fliegt meine Tarnung auf. Okay, ein Tresor also. Guck ihn dir mal an. Ein komischer Kasten. So einfach kann ich es nicht öffnen. Vorne befindet sich so eine Art Sensor. Ein Sensor. Not so safe. Das sieht ziemlich uninteressant aus. Na gut, also wahrscheinlich brauche ich irgendwas dafür, aber was? Sensor. Wahrscheinlich muss man reingucken oder sowas, ne? Ach, ja. Keine Ahnung. Vielleicht ein Bild von ihm mit den Augen? So ein Augenscan oder so? Irgendwas in dieser Richtung. Na gut. Figuren. Schau dir die Figuren an. Ich weiß nicht, was für die Welt eine größere Bedrohung darstellt. Die Monsterpflanzen der Caponia oder die Fanartikel des Kings? Kannst du sie mitnehmen? Zu sperrig, um sie mitzuschleppen. Okay. Und die? Zu sperrig, um sie... Auch nicht. Geh zu Piano. Ein Piano. Ein Piano. Benutze. Sagte ich schon, dass ich unmusikalisch bin? Das bitte noch nicht. So. Vorhang. Ein Vorhang aus rotem Samt. Nur das Beste für den großen King. Ah, die Abendgarderobe vom King. Wie aufregend.
Wie aufregend. Blauer Anzug. Wow, ein schicker blauer Hosenanzug mit goldenen Sternchen drauf. Schick. Okay, Ziel drücke. Oh ja, ich wollte immer schon mal in der Abendgarderobe des berühmten Kings stöbern. Goldener Anzug? Ein goldener Umhang. Klasse. Hey, das Teil hier ist aber auch totschick. Ich wüsste zu gerne, auf welchem seiner Konzerte er den getragen hat. Wie sieht denn der aus? Sind das Sterne oder Blümchen? Hey, was hängt denn da? Ein Schnuller? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zu seinem Bühnenoutfit gehört. Schnuller? Okay, nimm. Ein Schnuller? Keine Ahnung, wem der gehört. Schnuller? Sollen wir das ausprobieren? Das sollten lieber die machen, die sich damit auskennen. Gib mir mal den Schnuller. Vielleicht bekomme ich ihn mit dem Schnuller ruhig gestellt. Er scheint jetzt etwas ruhiger zu sein, aber so richtig ausgeglichen ist es ja noch nicht. In seinem Cadillac-Bett. Geh zu Cadillac. Verschärft. So ein Bett hätte ich auch gern. Sieht aus wie ein futuristischer Cadillac. Der King hat mehr Geschmack, als ich dachte. Okay. Tja. Komm, Jukebox haben wir noch? Haben wir noch irgendwas? Haben wir was verpasst? Wir haben sonst eigentlich alles. Also Jukebox. Hey, das ist eine Jukebox aus den 60ern. Die ist total cool. Ja, benutze. Sollen wir die benutzen? Die macht doch dann Lärm. Egal, was soll's. Mit allergrößter Freude. Okay. King Musical, Airport Blues, Priscilla, Nessie, Tales from Egypt 1, 2, 3, Illusion, Hair Plumber, Satellite, Credits, Highlander Airport, Lullaby, Lullaby, Volk Random, Aquasphere, Electronic, Scotch, Armageddon, Blue Infiltration, Coma, Main Menu Old. Also zwei hier kommen mir verdächtig vor. Und zwar Koma. Vielleicht können wir ihn ja ins Koma schicken. Und Lullaby. Lullaby ist doch auch so ein Schlaflied, ne? Koma, Lullaby. Komm, mach mal Lullaby. Ich glaube, ich habe es geschafft. Er schläft tief und fest wie ein Baby. Wie ein Baby mit seinem Schnuller. Schlüssel. Okay, nimm Schlüssel, Zack. Es ist ein sehr merkwürdiger Schlüssel. Ein komischer, gebogener Gegenstand. Ob das ein Schlüssel ist? Hat er so hart gedrückt und ist dadurch verbogen? Oder gehört das so? So, Schlüssel safe? Ich sollte mir lieber etwas anderes überlegen. Na gut, okay. Also der Safe hat irgendwie einen Scanner. Na gut. Ich glaube, damit hätten wir diesen Raum erledigt, ne? Also für mich sieht es jedenfalls danach aus. So, kriegen wir mit dem Schlüssel
das Ding hier vielleicht auf? Das sollte es gewesen sein. Okay. Das heißt, diese Tür wird dann wohl jetzt wahrscheinlich aufgehen. Ich würde vorschlagen, ich speichere jetzt ab. Und in der nächsten Folge sehen wir, was sich hinter dieser Tür befindet. Gut. Zack McCracken sagt Tschüss und der Drakon auch. Vielen Dank fürs Zugucken und bis bald.